Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch und zwar meine Pflegesammlung. Das hat sich, haben sich sogar, glaube ich, mehrere von euch gewünscht und how am I? Ich zeige sie euch natürlich. Ich habe, hast gesehen, ich habe ein bisschen Lippenstift auf den Zähnen und ich habe definitiv nicht so viel Pflegeprodukte wie Make-up, aber auch mehr wie genug. Und ich würde sagen, ich zeige es euch. Ich denke nicht, dass es so viele Parts werden, aber we shall see. Das heißt, ich hoffe natürlich, ihr seid gespannt und ihr freut euch, meine Pflegesammlung zu sehen. Da können wir ein bisschen drüber quatschen. Wenn ihr Feedback zu Produkten habt oder so, lasst es uns alle gerne wissen, damit wir ein bisschen uns gegenseitig austauschen können. Was ist gut, was ist schlecht, was ist nicht so toll, was ist gut. Let me know. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gucken. So, hier habe ich jetzt noch ein paar Produkte. Und zwar das erste ein bisschen. Ich habe ja einen Lush Live Haul gemacht. Und da habe ich eben diesen Scrub auch gekauft. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass der zwei Schichten hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen, wie ich ihn gekauft habe. Also wir haben eben grün und da oben haben wir pink. Das fand ich jetzt gerade voll cute. Dann haben wir hier ein paar meiner Badesachen. Und zwar habe ich diese Isana, also von Isana habe ich einmal dieses Milchtraum und dann von Balea noch welche. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Das ist meistens Limited Edition. Aber die habe ich auf jeden Fall gekauft. Jetzt nehme ich mir hier aus meinem Sackerl was raus oder aus meiner Tüte, wie auch immer. Und zwar habe ich hier von Herb Revolution Chili Pepper Fizzer. Ich habe noch ganz viele von diesen Bartfizzer. Hier haben wir einmal den Hotdog. Also wir sehen ganz, ich habe ganz viele von denen. Hier haben wir einmal Watermelon. Ich hoffe, dass die ein bisschen anders riechen, aber ich habe es eh schon öfters gesagt, dass ich einfach mehr ein Fan bin von den Bathfizzer von Lush. So heißt das. Dann habe ich hier auch noch diesen Coffee-Ding. So sieht der hier aus. Sieht hier so sehr, sehr cool. Und dann habe ich hier den Banana. So sieht der aus. Ja, also wie gesagt, ich finde die Bathfizzer nicht schlecht. Sie riechen nur meist eigentlich ident. Aber wie ihr sehen könnt, ich habe noch ziemlich viele, deshalb ich werde jetzt noch warten. Vielleicht probiere ich mal wieder neue aus, aber momentan habe ich die. Dann habe ich hier diese Bath Crystals und zwar einmal diese in Coco Pebbles und in Fruit Pebbles. Die habe ich gekauft, wie ich auch meine Review gemacht habe und die habe ich jetzt beide noch. Das heißt, die haben wir beide da noch neben. Und dann habe ich hier noch ganz viele von diesen Friends. Ich glaube, das sind jetzt alle, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es die auch noch gibt. Da haben wir diesen Marshmallow Cup und da haben wir eben diesen das Äffchen von Friends eben und dann haben wir den Lobster, genau. Und da haben wir das Taxi. Aber wie gesagt, also für mich haben die einfach alle gleich gerochen. Also sie riechen auch für mich einfach ident. Dann habe ich hier ganz viele von diesen Donuts. Und zwar hier. Und zwar habe ich einmal diesen gelben Donut. Dann habe ich hier diesen rosanen Donut. Fokussiert das nicht. Dann haben wir den rosanen Donut. Und dann habe ich hier auch noch den blauen Donut. Und dann habe ich auch noch einen Chocolate Donut. Und dann habe ich hier auch noch den Strawberry Donut. So, dann habe ich hier eine Coconut. Ich meine, sie sind optisch, finde ich, voll hübsch. Ich finde sie auch zum Verschenken, wie sie eben kommen, finde ich sie wirklich, wirklich cute. Also ich finde, da sind sie wirklich einfach total cute, wie gesagt. Also das finde ich ist schon sehr, sehr süß. Dann haben wir auch diese Seifen. Und zwar habe ich die einmal noch die Tasty Pineapple. Die mag ich sehr, sehr gerne. Die riechen auch richtig, richtig gut. Das ist die Watermelon. Also das werde ich euch natürlich auch im Aufgebraucht updaten. Aber die mag ich sehr, sehr gerne, diese Seifen. Ich finde, die riechen sehr gut und die sind sehr, sehr cute. Auch angesichts habe ich noch drei. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, weil die hat man eigentlich früher immer in den Adventskalendern bekommen. Und letztes Jahr dann wird's jetzt, haben wir sie nicht bekommen. Deshalb frage ich mich jetzt eben, ob die noch im Sortiment sind oder nicht. Aber ich finde die nicht schlecht. Die machen natürlich gar keine Effekte, aber es riecht sehr, sehr gut. Dann habe ich auch noch von iHeart Revolution Moondust. So sieht dieses Ding aus. Finde ich, ist auch ja, ist spannend. Muss ich noch austesten. Ich habe, wie ihr sehen könnt, ich habe sehr, sehr viele Badesachen noch. Dann haben wir etwas, was nicht bademäßig related ist. Und zwar habe ich Beautiful Long Magical Water. Das ist so ein Keratin
Keratin-Treatment. Das heißt, das will ich unbedingt machen. Habe ich aber noch nicht ausgetestet. Ich habe eins für mich behalten und den Rest habe ich verschenkt. Dann haben wir hier Sparkly Pumpkin von Lush. Das war aber, das weiß ich, das ist eine Limited Edition. Das war für Halloween noch. Und den werde ich jetzt eh auch bald aufbrauchen, diesen Duschschleim. Ich finde, das sah einfach richtig cool aus. Und dann haben wir hier noch eine Badebombe. Und zwar, die habe ich beim Rossmann gekauft, genau. Also die ist vom Rossmann, diese Badebombe. Deshalb ist sie auch ein bisschen destroyed. Die hat einen langen Weg hinter sich, aber voll cute. Dann habe ich hier auch noch von Lush, das waren meine letzten Badebomben, die ich gekauft habe. Und zwar haben wir einmal diese Wind... Ich meine, wie hübsch ist denn das? Sorry, aber das ist doch... Seht ihr das, wie hübsch das ist? Ich mache hier zwar gerade jetzt voll Dreck, aber die ist wunderschön. Glitzer hat die nie. Voll schön. Wirklich schön. Dann haben wir die nächste Badebombe, die ich hier aufmache für euch. Also ich glaube, ich habe ziemlich viele... Ja, das ist auch eine weihnachtliche Badebombe. Auch die ist ja wunderschön, oder? Seht ihr das? Ich bin so excited, die auszutesten. Oh, richtig cool. Aber ich liebe die Badebomben von Lush. Die sind einfach richtig cool. Ah, Magical Center, den weiß ich mittlerweile, dass ich den doppelt habe, weil den hat man auch im Adventskalender bekommen. Der sah zwar jetzt nicht so aus, muss ich schon dazu sagen. Das sah, glaube ich, aber ich weiß es gerade nicht. Aber cool. Auch der ist richtig cool. Ein kleines Center. Habe ich auch. Dann haben wir hier auch noch, jetzt wird es hier schon ein bisschen dreckig, aber habe ich hier auch noch diesen Elf Shake und den kann ich euch sagen, den habe ich schon ausgetestet. Nicht den großen, sondern man hat im Adventskalender einen kleinen bekommen und ich finde den Geruch sehr gut. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das ist zwar auch, glaube ich, eine Limited Edition, also ich weiß nicht, ob das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr kaufen können, aber für die es haben, es riecht extrem gut, finde ich. Und zwar habe ich hier noch, das sind aber Lush Badebomben, weil man die, wenn man ja online bestellt, bekommt man die ja ohne Verpackungsmaterial, was ich eh gut finde. Nur ich habe die jetzt dann halt so eingepackt, dass sie mir nicht kaputt gehen. Das fand ich sehr praktisch. Das sind nämlich so kleine Chips drin. Also die ist jetzt, da seht ihr vielleicht so ein bisschen. Also sie sieht jetzt ganz weiß und fad aus, aber die ist, glaube ich, richtig cool auch. Also das Äußere muss ich nicht immer zeigen oder heißen, was das Innere ist. Das war meine Bestellung, die ich zu Ostern gemacht habe. Die könnte ich ja dann vielleicht dieses Ostern versuchen aufzubrauchen. Das ist nämlich ein kleiner Osterhase und da guckt. Ich glaube, der ist auch richtig cool. Aber ihr seht, man wird richtig messy. Also ich werde hier gerade richtig voller Badebomben. Das ist halt der Nachteil, wenn man vor allem, wenn man YouTube hat und euch das zeigen möchte, dann hat man richtig dreckige Hände und meine Nase beginnt auch schon zu jucken. Da haben wir noch eine, die finde ich schon auch richtig cool aus. Die ist, glaube ich, auch sehr cool. Aber wie gesagt, die Badebomben von Lush sind auch einfach cool. Aber ich muss dazu sagen, durch den Adventskalender, den ich hier gekauft habe, habe ich jetzt enorm viele. Also Badebomben ist jetzt wirklich nichts, was ich momentan brauche. Und da haben wir diese eben ein bisschen, ich glaube, die ist ein bisschen nass geworden. Das ist dieses kleine Peach-Ding. Aber auch die sieht, ich glaube, die habe ich schon einmal, die hatte ich doppelt. Und ich glaube, die habe ich sehr gemocht. Ja, aber sieht, ist auch dies richtig cool. Da habe ich jetzt noch ein paar Produkte. Und zwar habe ich da noch, das sind noch zwei Winter Weihnachtskugeln. Die sind jetzt schon ältere Generation. Guckt euch das an, das sieht so messy aus. Da habe ich nämlich den doofen Fehler gemacht, dass ich hier kein Papier sie eingewickelt habe. Und dann sehen die so aus. Das ist nämlich ein Scrub, wenn mich nicht alles täuscht. Und das weiß ich, ist ein Scrub. Also die werde ich auch noch benutzen. Da habe ich jetzt noch was vom Lush. Und zwar habe ich hier, das war dieses Set, was ich gekauft habe, dieses Geschenke-Set. Und da waren eben zwei Badebomben drin. Und das ist noch dieser Lavendelbär. Ich finde den voll cute. Also Lavendel mag ich persönlich sehr gern. Ich finde es sehr beruhigend und ja, mag ich eigentlich wirklich sehr gern. Dann machen wir ein bisschen weiter hier. Und zwar habe ich hier einmal dieses Set von Balea. Das habe ich gekauft bei einem DM Live Haul. Da haben wir Handcreme, Bodylotion und Duschgel. Und ich fand das sah voll cute aus. Also, ich glaube, es ist auch ziemlich cute. Und dann haben wir hier von Lush auch noch die Hand and Body Lotion in Sleepy. Auch die, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wenn ihr Feedback zu
den Produkten oder so habt, dann könnt ihr mir das gerne wissen lassen. Das interessiert mich natürlich. Dann haben wir hier von Jeffree Star Cosmetics und zwar Banana Fetish Body Scrub. Auf den bin ich voll gespannt. Ich teste gerade ein Produkt zumindest von Jeffree Star Skin aus. Das kann ich euch dann auch noch zeigen. So sieht der aus. Das ist auch ein Riesendrum und es riecht dann auch nach Banane. Also den werde ich versuchen. Mehr im Sommer möchte ich den eigentlich aufbrauchen und nicht jetzt im Winter. Ja, das ist jetzt eigentlich der Plan. Dann habe ich ja auch noch diese Kur, diese Balea Haarkur und zwar in Long Hair. Und ich finde, ja, ich mag diese Kuren sehr gerne. Ich finde die, gefallen mir sehr gut. Dann habe ich hier noch von Kaya Soft Cleansing Cream. Aber wie gesagt, jetzt teste ich gerade das von Jeffree aus und dann kommt das von Kaya. Also es ist in Planung. Es dauert nur, ich habe nur ein Gesicht und ich werde nicht mit meinen Produkten verschwenderisch werden. Nur damit ich schneller aufbrauche, das mache ich halt nicht. Aber dann habe ich auch noch von Kaya That Sugar Glow. Darauf bin ich auch voll gespannt, wie der so performt. Ich bin ja an und für sich ein Riesenfan von The Body Shop. Und bin jetzt gespannt, ob das sich jetzt dann ändert oder ob ich da gleich bleibe. Die gebe ich nur so ein bisschen rüber, dass ich mich so auskenne. So, und zwar habe ich hier nämlich von The Body Shop, habe ich hier ganz viele von diesen kleinen Duschgels. Und zwar habe ich einfach Mango Body von The Body Shop, eben Almond Milk. Da habe ich, die zwei habe ich. Ich finde die nämlich voll praktisch. Da seht ihr nämlich altes Packaging und neues Packaging. Das ist das neue Packaging, das ist das alte Packaging. Und genau, ich finde die super praktisch zum Reisen. Ich finde, die riechen auch alle gut. Also mir gefällt eigentlich, es gibt keinen Geruch, den ich jetzt überhaupt nicht mag. Den Pink Grapefruit, der ist etwas speziell. Aber ich persönlich mag den auch sehr gern. Also mich, ich mag den halt einfach auch sehr gern. Das ist Almond Milk und da haben wir den Pink Grapefruit, den viele, also ich glaube, mein Bruder mag den zum Beispiel überhaupt nicht. Da habe ich mal geduscht und dann ist er reingekommen und hat gesagt, ah, das riecht aber nicht gut. Also da ist jeder sehr individuell. Dann haben wir Shea. Shea riecht sehr gut. Strawberries auch. Ich mag die alle eigentlich. Also ich finde, da gibt es kein schlechtes in dem Sinn. Und da haben wir Coconut and British Rose. Und die letzten zwei, die ich hier noch habe, sind die Shampoos. Also die gibt es in dem Sinn nicht mehr. Die Banana-Shampoos, also da haben wir eben das Shampoo und da den Conditioner. Die haben sie jetzt eigentlich ersetzt gegen Shea, das Shea-Shampoo, wenn mich da nicht alles täuscht. Aber die, also die in Banane, was ich gesehen habe, gibt es nicht mehr. So, my friends, jetzt kommen wir zu ein bisschen Masken. Und ich habe extremst viele Masken. Und zwar habe ich einmal hier von Jake Jamie die Watermelon-Maske. Die habe ich hundertprozentig, also dreifach und doppelt. Dann habe ich hier von Balea eine Tuchmaske Eternal Summer. Dann habe ich hier von Isana eine Maske und zwar in Melonenliebe. Auch wie ihr sehen könnt, ich habe einfach enorm viele Masken und nicht nur halt, das ist von Kai jetzt im Skin Boost. Also ich habe nicht nur solche Masken, sondern auch Tuchmasken und dann habe ich Face Masks, also ich habe ganz viele verschiedene. Da haben wir hier von Revolution, das war so ein Set, ich weiß jetzt nicht mehr, welche zusammen sind. Da gibt es eben so ein Dreier-Set, die kann man dann immer kaufen. Die finde ich auch sehr cute, aber ich habe jetzt, da habe ich mal, ich glaube ein Dreier-Set habe ich bis jetzt aufgebraucht gehabt. Aber wie gesagt, ihr seht, ich habe enorm viele und ich benutze nicht jeden Tag eine Sheet Mask. Soll man ja auch nicht, man soll es max zweimal die Woche machen. Hier haben wir noch mehr von diesen Body Shop. Also von denen habe ich einfach enorm viele. Das ist, da haben wir nochmal Kaya. Hier haben wir noch mehr von diesen Revolution Sets. Genau, das sind eben verschiedene Ingredients, die so die Hauptingredients sind. Hyaluronic Acid zum Beispiel, Acai Berry, also genau, also da werde ich mich dann, werde ich dann gucken, welche mir dann einfach am besten gefallen. Aber ich finde, ich finde das Prinzip sehr, ich mag die, ich finde die irgendwie cool. Ich finde, die sind auch sehr hübsch, muss ich dazu sagen. Also Revolution hat oft auch sehr schönes Packaging und das ist die schwarze Black Tea. So, dann habe ich hier noch das, ich weiß, die sind von Isana. Ich habe die nämlich alle geschlichtet. Das heißt, deshalb kommen die in so einer komischen Reihenfolge, dass ich eben dazu kommen soll. Diese habe ich schon nämlich aufgeteilt, diese Masken. Das ist jetzt von Isana und März Spezial. Die habe ich eben, wie gesagt, die habe ich aufgeteilt, damit ich die alle aufbauen soll, damit sie nicht schlecht werden. Also ich habe die alle geschlichtet. Die haben wir nochmal Skin Boost. Dann haben wir hier von Isana haben wir
auch, also ich habe ganz viele von den Masken, auch wie ich in Deutschland war, habe ich gekauft, weil ich Rossmann total toll finde. Dann haben wir ganz viele von den Friends Masks. Und zwar, ich fand die alle sehr, sehr gut. Die habe ich alle schon mal auch aufgebraucht gehabt. Und ich finde die alle wirklich nicht schlecht. Die haben alle auch so verschiedene so Aufgabengebiete. Aber halt so verschiedene Sachen. Das ist Anti-Blemish, Tea Tree, dann haben wir Detox, dann haben wir Hydrating. Also so verschiedene Dinge haben die. Die finde ich sehr, sehr gut. Die habe ich fünffach und dreifach, kann ich euch sagen. Da habe ich, die waren mal, glaube ich, im Sale und dann habe ich mir gedacht, ah nee, ich kaufe ganz viele. Das sind Masken, die habe ich bekommen von der lieben Freundin von meinem Bruder und die hat extra nachgefragt, dass die tierversuchsfrei sein sollen. Und also ich hoffe, dass die im Geschäft das richtig gesagt hat, aber das fand ich einfach voll cute, dass sie da auch nachgefragt hat, weil mir das eben voll wichtig ist. Ich bin so, wenn mir wer was schenkt und es ist nicht tierversuchsfrei, werde ich jetzt das Geschenk trotzdem annehmen und Danke sagen, weil die Person trotzdem was für mich gekauft hat. Das finde ich voll lieb, aber ich finde es einfach so extra süß, wenn man dann auch noch weiß, dass ich im Tierversuchsfall bin und dann extra noch fragt. Das fand ich einfach enorm cute. Dann haben wir hier von Balea die Tuchmaske in Be Sweet. Und dann haben wir hier, wie ich hier sehen ganz nochmal ein Set mit allen. Und ja, ich finde die, wie gesagt, ich mag die sehr, sehr gern. Ich finde die sehr, sehr cute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alle Face Masks euch gezeigt habe. Ich glaube aber schon, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ich werde jetzt dann noch ein paar Sachen holen, weil es fehlen mir noch ein paar Bathfisser und sowas. Ich kann euch noch diese Sachen, die hier so liegen, kann ich euch noch zeigen. Und zwar einmal das Balea Shampoo Insensitive in diesem Aloe Vera. Das muss ich unbedingt testen, da bin ich so gespannt, weil ich liebe Aloe Vera. Dann habe ich hier von Elf eben noch dieses Bath-Ding. Das habe ich auch, das habe ich jetzt auch noch, das habe ich noch. Das habe ich noch zweimal im Schrank. Leute, sorry, ich hatte keine Lust, beide rauszuholen. Dann habe ich von Balea Sweet Melon. Das ist dieses, ich finde diese Sets nämlich so praktisch. Und dann gab es das nämlich in kleiner Größe. Und das ist, finde ich, zum Reisen gut. Da hast du nämlich den Conditioner auf der einen Seite und dann eben die das Shampoo auf der anderen. Das heißt, du hast beides in so einem kleinen Typchen. Voll praktisch. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Dann hole ich jetzt ein bisschen Nachschub. So, jetzt habe ich hier ein paar Handcremen. Und zwar habe ich hier einmal von Kaya die La Nuit. Das Parfüm. Oh mein Gott. So amazing, I love it. Ich werde auf mein Perfume-Ranking werde ich noch machen mit natürlich nur tierversuchsfreien Perfumes. Da ist eigentlich nur Kaya und Revolution. Aber Revolution hat ziemlich viele, Kaya hat ziemlich viele. Das heißt, es werden sicher so 20 Perfumes sein. Also definitiv, wir haben viel zum Ranken. Aber La Nuit ist ein sehr, sehr, kann ich euch jetzt schon spoilern, ist ein Favorite von mir. Und da gibt es eben auch die Handcreme. Die war jetzt zwar im Adventskalender, aber die kann man, glaube ich, auch so noch normal kaufen. Ja, ziemlich sicher. Dann haben wir hier eine in dem neuen Packaging, British Rose. Und da haben wir eine Mango. Dann haben wir diese riesen, die habe ich in einem Adventskalender bekommen, und zwar Handcreme. Also ich glaube, Handcreme ist das Einzige, was ich nie wieder kaufen muss in meinem Leben, weil ich eben diese Adventskalender-Videos mache und man bekommt in sehr, sehr vielen, auch in Make-up-Adventskalendern, oft eine Handcreme. Also Handcreme, das brauche ich nie wieder kaufen. So, die letzten Badebomben und dann auch noch die Gesichtsmasken von Lush, die ich beim Lush Haul gekauft habe. Und dann, meine Lieben, ist es ja jetzt auch schon vorbei. Das war dann meine Pflegesammlung. Und zwar beginnen wir mal mit den Badebomben oder Bathfisser. Und zwar mal Spooky Ghost. Ich finde den einfach so, so cute. Also die sind einfach auch einfach herzig. Dann habe ich hier von The Body Shop einmal Vanilla Pumpkin. Das ist auch so ein, ich glaube, jetzt muss ich kurz selber, ah ja, genau. So sieht der eben aus. Das ist so ein kleiner aus, das möchte ich fokussieren. So, das sieht ihr, das ist so ein kleiner Pumpkin da drinnen. Den habe ich mal auch, den habe ich gekauft. Das war jetzt kein Adventskalender, aber den fand ich einfach voll cute. Und dann haben wir auch noch von Revolution den Spooky Pumpkin. Also das wird dann, das werde ich dann im Herbst wahrscheinlich erst, dadurch, dass ich so viele Badebomben jetzt dann habe, glaube ich, dass es erst im Herbst werde ich die aufbrauchen. Aber ich finde die einfach voll, voll, voll cute. Die sind richtig süß. Dann habe ich hier auch noch, das ist Love Potion. Da seht ihr, das ist auch, finde ich, enorm cute. Ich finde das Packaging ja auch süß. Dann haben wir auch noch Strawberry Bathfisser. Auch ist eine kleine Erdbeere, voll süß. Und dann Crystal Ball, finde ich auch
sehr, sehr cute auf jeden Fall. Dann haben wir die Gesichtsmasken und die muss ich ja bald aufbrauchen, weil die halten ja nicht so lange, diese Gesichtsmasken von Lush. Das habe ich erst danach gesehen, Leute. Also ich habe erst danach gesehen, dass die nur so zwei, also einen Monat oder sowas nur halten. Und ich so, oh je, das ist jetzt blöd. Das heißt, die werde ich jetzt dann vor meinen anderen Masken nehmen, weil ich die versuchen muss aufzubrauchen. Ich wollte das aber auch noch für euch filmen und deshalb habe ich sie jetzt auch noch nicht benutzt. Das heißt, ich kann euch zu denen noch nichts sagen. Das heißt, das ist die frische Gesichtsmaske Rosy Cheeks und das ist Catastrophe Cosmetics, die zwei. Und dann auch noch Seaweed und Don't Look At Me, die zwei auch noch. Wie gesagt, die werde ich demnächst versuchen aufzubrauchen und dann auch euch dazu ein Feedback abzugeben. Das letzte Produkt. Ich hätte es fast vergessen. Ups, okay. Jetzt fliegt ja alles schon. Und zwar das letzte Produkt. Ich hätte es fast vergessen. Und zwar ist es Star Skin, dieser eben der Face Melting Balm. Und wie ihr sehen könnt, das zeige ich euch jetzt. Habe ich schon ziemlich viel benutzt. Es ist aber, glaube ich, noch ziemlich viel drinnen. Bin gespannt, wann ich es aufgebraucht habe. Aber ich meine, die Verpackung finde ich ist voll schön. Ich finde den Spoolie auch sehr, sehr praktisch. Ja, also ich mag ihn bis jetzt sehr, sehr gern. Aber wie gesagt, ich werde euch noch das volle Feedback abgeben, wenn ich ihn aufgebraucht habe. Das, meine Lieben, war jetzt meine Pflegesammlung. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten und gucken wir, ob ich noch meine Make-up-Sammlung dieses Jahr nochmal abfilme. Das ist halt immer ein Projekt, die ganzen Sachen aus ihren ganzen Ecken rauszuholen, weil ich nicht alles auf einem Fleck habe. Aber ja, das ist auf jeden Fall, that's the collection. So, meine Lieben, jetzt ist der Part vorbei. Und ich hoffe natürlich, er hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, früh, was auch immer ihr tut und sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM, da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!